Es ist Dezember, es ist kalt draußen. Wir sitzen in unseren Zoom-Räumen sozusagen, besser gesagt, wir sitzen zusammen in einem Zoom-Raum. Das hier ist eine Veranstaltung namens WeTalk von der Grünen Wirtschaft Niederösterreich. Alle 2 Wochen begrüßen wir hier super interessante Menschen, die zu super interessanten Themen sprechen. Und heute ist unser Gast Elisabeth Ruxer. Und Hallo. guten Morgen und guten Morgen an Hey. alle Gäste. Jetzt denke ich mal, wir fangen einfach wirklich mit einer Vorstellung an. Von dir, von deinem Leben, von all den Tätigkeiten, die du machst und auch ein bisschen mit dem Aspekt, warum wir wohl genau dich ausgewählt haben, der dann sowieso ganz automatisch hervorkommt. Magst einfach ein bisschen was erzählen über dich? Ja, gerne, gerne. Also hallo von mir auch und einen schönen Vormittag an diesem Adventbeginn. Mein inhaltlicher Fokus ist das Thema namens Genussethik. Und das hat sich so ergeben im Laufe der letzten, würde schon fast sagen, 20 Jahre. Ich komme vom Journalismus, bin ursprünglich Politologin, habe Politikwissenschaft studiert und habe als Journalistin, habe ich mich die letzten sicher 20 Jahre sehr intensiv mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt. Mit dem Thema, wo werden Lebensmittel hergestellt, wie werden sie angebaut, wie werden sie verarbeitet, was passiert da sozusagen in diesem ganzen Prozess, bis wir sie auf dem Teller haben und letztendlich dann auch im Bauch und im Körper. Und ja, ich denke, da gibt es sehr, sehr viel dazu zu sagen und sehr viele Möglichkeiten, die wir auch als Konsumentin, als Konsument haben, auf diesen Prozess vielleicht ein bisschen Einfluss zu nehmen und zu entscheiden, was wir wollen und wie wir es wollen. Natürlich auch ganz persönlich im Garten und falls es die Möglichkeit gibt, in einem Garten was anzubauen oder auch in einem Balkonkistel, ist das was glaube ich, viel, viel dazu beiträgt für dieses ganze Verständnis, für diesen ganzen Bogen, den das Thema hat. Und ja, ich habe in diesem Zusammenhang auch Bücher geschrieben, als Journalistin und als Buchautorin. Eines davon möchte ich euch dann eh vielleicht noch ganz kurz zeigen, weil es so schön zur Jahreszeit passt. Das ist das Keksbuch. Und ich betreibe auch, das ist auch ein ganz wichtiger Teil meines beruflichen Seins sozusagen geworden in den letzten Jahren. Ich habe gegründet die erste Waldschädler Bio-Backschule. Wir beschäftigen uns hier seit mittlerweile 6 Jahren mit dem Thema Brotbacken. Ein Thema, das ja jetzt sehr, sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Ich habe das, wie gesagt, vor ungefähr, naja, es sind schon knapp 10 Jahre, habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, habe damals ein erstes Buch auch drüber geschrieben, sehr viel recherchiert und eben gemerkt, dass das ein Thema ist, das total in der Luft liegt sozusagen, wo sich viele Leute dafür wieder interessieren und wir veranstalten dort eben, wenn wir dürfen und hoffentlich dürfen wir das wieder, Workshops, wo wir uns eben mit dem Thema auseinandersetzen, vom Anfang bis zum Ende, sozusagen vom Anbau bis zur Verarbeitung, bis zum Essen, bis zum Genießen. Also vom ganzen Kreislauf her sozusagen. Ne? Wo Genau. kommt das Getreide her? Weil, bevor wir da vielleicht so sehr auch in das Detail gehen, nämlich das Wort allein Genussethik, diese Verbindung der politischen Gewichtung, des eigenen Lebens, das, was wir essen, was mich noch total interessieren würde, wie hat sich das sozusagen in dir als Journalistin, als Politologin, ist sozusagen in dir dieser Keim gewachsen, dass du jetzt das machst, was du machst. Wie ist diese Leidenschaft sozusagen dann auch in ein Geschäftsmodell geworden? Weißt du, dass du sozusagen, weil ich finde bei dir, das ist ja das Tolle, dein Interesse, dein Talent, dein Job, auch wie du Geld verdienst und deine Leidenschaft hast du unter einen Hut gebracht. Und das ist ja wirklich etwas, was glaube ich, ein Traum für viele Menschen ist, dass man das sozusagen verbindet. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil es ist ja nicht alles nur ein goldener Weg. Ne? Es Nein, sind, absolut nicht. ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dieser Weg Ja. vorgezeichnet gewesen wäre. Ich meine, Eben, es hat eben. begonnen, wie bei vielen Menschen, mit dem ganz privaten Interesse. Vor 20 Jahren, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist, wie bei vielen, wo man sich dann noch mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt und sagt, was serviere ich denn eigentlich da mir und meiner Familie? Und von da weg ist es dann eigentlich so in kleinen Schritten passiert. Es hat zuerst natürlich thematisch sich die journalistische Thematik zugespitzt. Ich habe früher über sehr viele Themen geschrieben. Ich war auch im Lifestyle-Bereich. Ich habe für Magazine geschrieben, Frauenmagazine, also quer durch den bunten, schönen Gemüsegarten quasi. Und es hat sich dann natürlich thematisch erst einmal in erster Linie so zugespitzt, weil das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf. Wir können das recherchieren, was uns wirklich neugierig macht und wo wir gern hinschauen wollen. Und dadurch hat das begonnen. Und natürlich hat es auch dann sehr schnell dorthin geführt, dass ich geschaut habe, wie arbeiten Köche, wie arbeiten Bäcker, wie arbeiten Fleischhauer, um da einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und
dann ist dazu gekommen, also erstens einmal die Lust am Geschichten erzählen, die gehört ja zum Job irgendwie dazu. Das sind halt dann die Bücher, weil meine Bücher sind eigentlich nie nur Rezeptsammlungen, sondern da geht es eigentlich immer um die Geschichte, darum die Geschichte zu erzählen. Wer hat das gemacht, wie hat das gemacht und warum und wo kommt diese Überzeugung auch her? Und auf der anderen Seite natürlich auch die persönliche Beschäftigung damit und dieses Überspringen des Funkens, das war es vielleicht am ehesten, dass man abgesehen vom darüber Schreiben dann auch sagt, jetzt möchte ich diesen Funken auch selber spüren. Und das hat dann gemündet in diese in die Organisation von ersten Workshops. Ich war damals auch in der Slowfood-Bewegung sehr aktiv und da geht es natürlich auch immer darum, den Kontakt zum Produzenten, zur Produzentin direkt herzustellen, um zu sehen, wie jemand arbeitet. Und von dort ausgehend sind diese Workshops einfach entstanden. Und das hat von Anfang an eigentlich ist auf sehr viel Interesse gestoßen. Es hat sich dann ein bisschen noch gewandelt, wie ich die Workshops anbiete und wo ich sie anbiete. Aber an und für sich war das von Anfang an zu merken, dass das viele Menschen interessiert. Wie geht es eigentlich? Wie tue ich selber wieder? Ich glaube, das ist sozusagen diese Connection aus der Theorie und aus dem Wissen zum selber tun. Das glaube ich auch, die Eigenhoheit auch wieder sozusagen, wie ernähre ich mich, von wo kommt das her? Und auch der politische Aspekt mit persönlichen. Ganz wichtiges Thema, ja. Da kommt es bei mir wieder zusammen mit der Politikwissenschaft natürlich. Ja. Die Ernährungssouveränität ist einfach etwas, was, glaube ich, ganz essentiell ist für die gesamte Weltbevölkerung, wenn man so will, die Hoheit darüber zu haben, was ich esse und es nicht einem Konzern zu überlassen, was mir der vorsetzt, sondern einfach selber entscheiden zu können, vom Anbau bis zum Endprodukt, was ich will und was da drinnen sein soll. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und dadurch, dass ja der Information ein großer Anteil ist an diesem Wissen, ne, dass wir wissen, wo etwas herkommt, wer an der Packung oder am Korn selber sieht und sieht, glaube ich, ist das auch sinnstiftend dann für dich gewesen, dass du diese Hintergründe durch Recherche, was auch immer, aufzeigst. Ne, bis zum fertigen Produkt. Und auch die Plattform zu sein, was ich immer wirklich extrem spannend und schön finde, ist die Plattform zu sein, wo Menschen das auch erzählen können. Ich mache ganz viele meiner Workshops wirklich mit den Bauern und Bäuerinnen, wo die dann eben dort stehen und erzählen, wie das ist, warum sie jetzt diese alte Dinkelsorte anbauen oder wie sie auf den schwarzen Emmer gekommen sind oder verschiedene Sachen eben. Ja. Und das ist, glaube ich, schon nochmal auch was Wichtiges, diesen Zusammenhang wieder zu finden. Und das macht das vielleicht möglich, sowohl die Geschichten, die ich in meinen Büchern erzähle, als auch die Geschichten, die ich in meinen Workshops vermittle. Es geht jetzt quasi natürlich sehr stark um das Handwerk, um das Bäckerhandwerk, um all diese Dinge, die wir jetzt eh auch oft in den Medien gehört haben, Verlust dieses ganzen Wissens und dass wir das eben nicht der Industrie überlassen und so weiter. Aber es geht eben auch darum, diese Geschichten zu hören und einfach die Geschichte zu hören, wie ist mein Lebensmittel gewachsen und geworden und wie ist es so, dass es gut ist, nämlich vor allem. Ja. So dann sozusagen durch dieses Storytelling, das ist ja ein oft verwendetes Wort gerade, auch wird eigentlich dann ein Bezug hergestellt vom eigenen Leben zur Umwelt. Und es geht ja eigentlich um diese Mensch-Natur-Kultur-Interaktion und dass wir da offensichtlich in eine gewisse Imbalance gekommen sind. Ne? Und dass da absolut, Sehnsüchte da sind, aber oft nicht die Tools oder die Werkzeuge. Wie komme ich jetzt dort wieder hin? Da habe ich lustigerweise gerade jetzt beim Frühstück ein bisschen was der Schule zu plaudern mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ja jetzt gerade ganz aktuell dieser Fall ist, wo ein Journalistenkollege von uns von einer Wochenzeitschrift, ich weiß nicht, ob ich für sie Werbung machen darf oder nicht, aufgerufen hat, einen speziellen Landwirt zu unterstützen. Und das ist irgendwie was ich ganz spannend finde, was da passiert ist. Also das war die Geschichte. Erzähl sie ruhig. Ich finde das, soll sie so verbreitet werden. Ja? Genau, also das ist die Geschichte der Florian Klenk vom Falter, hat vor längerer Zeit einmal in einer Diskussion teilgenommen, wo er über dieses Kuh-Urteil, wenn ihr euch erinnert, gesprochen hat und darüber gesprochen hat, dass er das sehr wohl in Ordnung findet, dass quasi der Bauer bestraft wird dafür, dass dieser schreckliche Unfall damals passiert ist. Und daraufhin hat ihm ein Landwirt aus der Steiermark ein Video geschickt, ein sogenanntes Wut-Video. Ich mag diesen Begriff nicht so gern, weil ich finde, Wut hat immer ein bisschen was damit zu tun, dass man das Gehirn ausschaltet und das ist nie gut. Aber jedenfalls hat ihm der halt ein Video geschickt mit seinem ganzen Grant, wo er ihm gesagt hat, so quasi die Bauern noch mehr zu kanifeln und noch mehr zu das geht nicht und wir können so nicht mehr weiter. Und er soll doch mal zu ihm kommen und soll sich das anschauen, wie er arbeitet. Das hat der Klenk dann gemacht und aus dem ist halt auch eine schöne Geschichte entstanden und so weiter. Und jetzt ist es so, dass diesem Bauern, warum auch immer, von seiner Bank plötzlich von heute auf morgen alle Kredite fälliggestellt wurden.
Und der quasi vor dem Ruin stand, ja, und gesagt hat, es ist auch, muss man auch dazu sagen, ist jemand, der versucht eben wenig von Förderungen zu leben. Ich habe es jetzt nicht im Detail recherchiert, aber er hat das auch sehr schön gesagt. Er möchte nicht von diesen Förderungen abhängig sein. Und er versucht eben aufzuzeigen, wie das in der Landwirtschaft heute läuft. Ja. Diese große Abhängigkeit von Förderungen, von Konzernen und so weiter. Absolut. Und dass es für Landwirte absolut nicht leicht ist, diesen Weg zu verlassen. Ja. Und er hat das eben gemacht und kämpft und tackelt und tut und macht. Und jetzt hat das eben diesen Effekt gehabt, warum auch immer. Und da hat eben der Klenk dann auch eben aufgerufen und hat gesagt, Leute, es geht darum, wir müssen Geld auftreiben, spendet, so eine Zwischenform, glaube ich, aus Crowdfunding und Spenden. Ja. Wir müssen diesen Hof retten, weil der eben genau darauf Bedacht nimmt, was wir alle wollen. Das Tierwohl seiner Tiere, hat den Stall umgebaut, dass das dort halt alles passt für die Tiere, natürlich für den Biobetrieb und so weiter. Mhm. Und da ist eine Welle von Unterstützung gekommen, die einfach Wahnsinn ist und die mir jetzt gezeigt hat, man kann da natürlich jetzt viel drüber diskutieren, weil es ist ein Einzelfall und hat natürlich jetzt nicht allen Bauern geholfen, sondern diesem einen. Aber was es für mich aufzeigt, ist schon, dass viele Menschen einfach sagen, ich möchte gerne, dass dieses System ein anderes wird, dass sich da was tut, dass sich da was ändert. Wie kann ich das machen? Und in dem Fall war es halt einfach möglich, indem ich was überwiesen habe. Und sozusagen diese Summe wurde aufgebracht, der Hof ist gerettet. Im Gegenteil, es ist sogar noch viel mehr, glaube ich, zusammengekommen. Also es sind auch jetzt Investitionen möglich und also irgendwie eine Geschichte, die zeigt, es gibt viele Menschen, die wollen, dass sich dieses System ändert. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und auch ein riesig positiver Punkt natürlich. Ja, und da fällt mir jetzt auch nicht ganz so was Aktuelles ein, aber ich glaube, wir lesen beide viel Literatur zu diesem Thema und auch Interviews und in der Zeit und so weiter. Und worauf ich oft zurück, also auf eine Antwort, wo ich oft zurückkomme, ist auf diese Frage, was kann ich jetzt eigentlich wirklich tun als einzelner Mensch, wir arbeiten alle, blablabla. Und eine Antwort, die ich wirklich von diversen sogenannten Experten gehört habe, ist, kauft biologische Nahrungsmittel. Mhm. Weil dadurch viele Aspekte abgeklärt. Jetzt würde ich ganz gern dich fragen, dass du zum Thema, weil du hast auch die biologische Waldviertler Backschule gegründet, das Thema Bio. Warum, glaubst du, ist das wichtig und wie in deiner wirklich mannigfaltigen Erfahrung, wenn du jetzt jemand, der keine Ahnung hat, was würdest du dieser Person sagen, warum biologische Nahrungsmittel wirklich wichtig sind? Ich habe das erst kürzlich auch gepostet wieder auf einer Facebook-Seite zum Thema Backen, wo eine Frau geschrieben hat, ist es jetzt wichtiger, quasi in der Mühle nebenan zu kaufen oder in einem Bioladen? Und ja, also ich kann natürlich nur sagen, Bio ist die Basis. Also darunter würde ich sagen, ist es schwer zu diskutieren. Wir sind selber, also mein Mann ist hier im Waldviertel ein kleiner Biobetrieb, also auch in der Praxis, wir müssen natürlich nicht davon leben, das muss ich auch dazu sagen, aber wir sind ein kleiner Biobetrieb und wissen schon, wie es funktioniert. Und ich denke, die Art und Weise, wie diese Landwirtschaft funktioniert, ist einfach, man kann auch über Bio viel diskutieren und natürlich auch viel verbessern noch. Ja. Aber ich glaube, die Basis ist es schon zu sagen, in dieser Art und Weise wird das Wichtigste, unsere allerwichtigste Ressource, der Boden, so behandelt bei Biolandwirtschaft, dass dieses wunderbare System weiter erhalten bleibt. Weil der Boden an sich ist ja ein System, das völlig von selber funktioniert. Der braucht uns ja nicht. Der funktioniert seit ein paar Jahrmillionen und schaut, dass es auf der Erde wächst und grünt und Pflanzen blühen und Früchte tragen und sich vermehren und so weiter. Und dieses System, bitte? Dieser Kreislauf, genau. Und dieses System machen wir uns ja auch in der Landwirtschaft, also wir Menschen in der Landwirtschaft auch schon sehr lang zunutze. Ich glaube, wir betreiben an die 13.000 Jahre Landwirtschaft auf dem Planeten und das ist bis jetzt auch recht gut gegangen. Und wir haben halt in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren hat sich da sehr, sehr viel verändert und nicht unbedingt zum Guten, wie ich meine. Und ich habe jetzt kürzlich erst wieder diesen Bericht gelesen. Es gibt ja viele Studien, die sagen, wie schaut es denn aus mit der Landwirtschaft? Weil das Argument halt immer mit der Biolandwirtschaft ist ja immer, naja, kann die Biolandwirtschaft die Menschheit ernähren? Und da kann man nur ein ganz eindeutiges, weil natürlich sind die Erträge ungefähr, kannst du sagen, ein Drittel geringer in einem Biobetrieb. Aber darauf kann man nur ein ganz eindeutiges Ja sagen. Also wir können, es wurde hochgerechnet, glaube ich, bis zu, jetzt weiß ich die Zahl leider nicht, will sie nicht sagen, also bis sozusagen auch in die Zukunft, also nicht jetzt nur mit dem derzeitigen Bevölkerungsstand, sondern auch in die Zukunft hochgerechnet, dass das wunderbar funktioniert, wenn wir zwei Dinge beachten, nämlich die Lebensmittelverschwendung drastisch zu reduzieren, also all die Lebensmittel, die wir wegschmeißen, und auch den Fleischkonsum. Also der Fleischkonsum ist natürlich ein ganz ein haariges Thema dabei. Also ich selber bin jetzt auch keine Vegetarierin.
Ich finde das toll, wenn das Menschen sagen, sie möchten so leben. Ich selber schaue halt, dass ich esse sicher eher wenig Fleisch, aber dennoch, und dass das natürlich dann von Tieren stammt, von denen ich aus davon ausgehen kann, dass die gut gehalten wurden, ein gutes Leben haben und letztendlich auch gut gestorben sind. Ja, so finde ich das so. Im Idealfall auch noch bei dir in der Nähe aufgewachsen sind. Natürlich. Also nicht nur so diese biologische, ist auch diese Regionalität und im Idealfall im Unisono. Das ist natürlich der große Vorteil, wenn man sozusagen einen ländlichen Background sich haben kann oder aufgebaut hat. Ich bin sowohl in Wien als auch im Waldviertel und natürlich beziehe ich Produkte hauptsächlich von Produzenten und Produzentinnen hier aus der Region, weil ich sie kenne, weil ich weiß und weil ich schätze, dass sich diese Produzenten auch biozertifizieren haben lassen. Also ich finde, die Diskussion, die es ja auch oft gibt, was ist jetzt wichtiger, regional oder bio, kann man nicht eine oder die andere ohne die andere führen. Also regional ohne Bio, finde ich, geht eigentlich nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, dass wenn man sozusagen etwas Recherche, was auch immer aufbringt, kann man diese zwei Aspekte zusammenbringen. Unbedingt, ja. Ich glaube, es geht nicht einer oder der anderen. Ja. Und hinfahren und liefern lassen oder was auch immer. Und die Zeit hat. Ich glaube, das geht natürlich auch in Wien. Also es gibt ja wirklich wunderbare Bio-Kisteln und viele Möglichkeiten, Food-Coops etc. Da tut sich ja echt ganz viel Positives, wo man seine Lebensmittel so beziehen kann, dass man sich denkt, die sind glas hergestellt worden und das macht Spaß und schmeckt auch gut. Absolut. Also Teil des politischen Bewusstseins ist einfach die eigene Ernährung und die Einkaufsgewohnheiten. Was ich dich jetzt als nächstes ganz gerne fragen würde, diese Visionen, also wenn man mehr mit Natur lebt und diese Kreisläufe und dieses eins greift ins andere und nährt wieder sozusagen aus der Verwesung, kommt wieder das Frische. Wenn du das jetzt auf die Wirtschaft im Allgemeinen, weißt, Bauern und Natur ist ja das eine, aber es geht ja um grüne Wirtschaft und um diese Visionen, die jetzt auch entwickelt werden, teilweise schon da sind, Postwachstumsökonomie und so weiter. Der Mensch stellt sein Bewusstsein mehr ins Zentrum und nicht das Materielle und so weiter. Wie, nur ein paar Worte, was ist für dich grünes Wirtschaften jetzt im globaleren Sinne? Nicht nur von deinem. Ja, ich glaube, es ist für uns allen sehr viel Nachdenken und Recherche und Hinschauen gefragt. Also ich denke, es ist wie beim Einkaufen. Ja, du musst eigentlich wirklich immer schauen, was steht drauf, was ist drin. Das betrifft natürlich alle Produkte, nicht nur jetzt Lebensmittel. Und ich glaube auch, dass wir diesen ständigen Wachstumsgedanken aufgeben sollten, dieses ständige, es muss mehr und schneller und noch mehr Umsatz und noch mehr Gewinn werden, das führt in eine falsche Richtung. Also ich finde das jetzt gerade ganz spannend. Es gibt ja auch immer wieder so Unternehmen, zum Beispiel jetzt war kürzlich bei zwei mit dieser Sendung, wo man eben sehr viel Geld gewinnen kann, 2 Minuten, 2 Millionen, eine Firma, die sich dann nachher entschlossen hat, das nicht anzunehmen und zu sagen, nein, wir wollen nicht so schnell wachsen, wir wollen langsam wachsen. Und das finde ich eigentlich ganz großartig, weil ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen das, also das ist so meinem Gefühl nach, ja. Ich bin jetzt keine Ökonomin, ja, aber ich, das ist so meinem Gefühl nach genau das, was wir brauchen, ein langsames Wachstum, eine Dezentralisierung, vielleicht eine Regionalisierung auf vielen Gebieten, einfach das wieder sozusagen in ein überschaubares Maß zu bekommen, weil jede Idee, man hat auch so das Gefühl, jede gute Idee, die es gibt, muss dann sofort enorm vervielfältigt werden und in weltweit dauernd und sofort zur Verfügung stehen. Und dem ist nicht so. Also ich glaube, diese Themen, die sie eher auch aus der Landwirtschaft kommen, die Saisonalität, die Regionalität, das sind schon ganz wichtige Dinge, auf die wir uns wieder besinnen sollten. Ich muss nicht das ganze Jahr über frische Paradeiser kaufen, weil die wachsen eigentlich nur im Sommer. Ja. Ich kann sie im Winter natürlich aus meinem eingereckten Glasl nehmen und damit auch wunderbar kochen, aber halt nicht frisch von irgendwo her beziehen. Ja. Also was du dann auch sagst, ist natürliches Maß, natürliche Rhythmen, Bezugnahme auch zum eigenen Leben, zu den eigenen Abläufen und auch irgendwie in einem menschlichen Kontext sozusagen es nachvollziehbar lassen. Ja, ich glaube, der menschliche Kontext ist natürlich auch ganz wichtig. Auch diese Themen, dass halt jemand einen Job machen sollte, so dass er ihm Spaß macht, dass er nicht völlig ausgebeutet und ausgepowert und fertig ist in Kürze, sondern dass er wirklich daraus auch Energie zieht und Freude. Ja, und die eigene Vision so. Sozusagen, dass die eigene Inspiration lebt. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte dich einfach zu dieser wirklichen Hands-on. Man backt sein eigenes Brot, man weiß, wo es herkommt, man versteht die Gärprozesse. Du hast einmal so diesen Satz geschrieben, 5 gute Gründe fürs gemeinsame Kneten. Ja, weil du lädst ja wirklich Menschen ein, du erzählst ihnen Sachen, du inspirierst sie
Was sind jetzt 5 gute Gründe fürs gemeinsame Knoten? Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade ein spannendes Thema, weil auf der einen Seite passiert ganz viel digital. Auch wir sitzen hier in einem digitalen Raum und ist ein tolles, spannendes Gespräch und wir schätzen das. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt gerade bei den Backkursen auch diesen Trend, machen wir sie online, machen wir Zoom-Sessions, machen wir was immer. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen vielleicht aufpassen, weil gerade diese Hands-on-Geschichte, die ist auch ein wichtiger Teil davon. Ich habe zu Beginn meiner Workshops immer gesagt, ein wichtiger Grund für mich, das nicht jetzt online zu machen, ist, dass ich gerne möchte, dass Menschen zusammenkommen und fachsimpeln miteinander und reden und sagen, wie machst du das? Das voneinander lernen ist einfach auch ein wirklich schöner Prozess, wo der eine sagt, hey, das habe ich noch nie gehört, super, ah, wirklich, ja toll. Ja. Auch dieser Austausch natürlich. Dann ist natürlich ein weiterer Grund einfach die sämtlichen Sinne, die das Backen, das Gemeinsame anspricht. Das Riechen, das Hören letztendlich auch. Also du hörst auch, was der Teig macht, wenn er in der Schüssel geknetet wird oder wenn er, manche Teige knistern richtig, während sie aufgehen. Ja. Und also ja, all und diese Dinge. Danach das Brot, es singt das Brot, sagt man das nicht, it's singing the bread in English. Ne? Wenn es dann aus dem Heißen rauskommt, dann anyway, ich weiß genau. Genau. Auch das Aufschneiden, das Knuspern, das Krachen, ja, das ist ja großartig. Wobei Akustik kann man natürlich wahrscheinlich über dieses Medium eh ganz gut vermitteln. Aber du kannst die Haptik nicht vermitteln, du kannst auch den Geruch nicht vermitteln und das natürlich das Miteinander. Das sind also sozusagen, du kannst es auf die 5 Sinne umlegen, wenn man so will, 5 gute Gründe. Aber dieses Gemeinschaft, ich glaube, aus einer Gemeinschaft heraus etwas zu tun und eine Sinnhaftigkeit zu finden, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Thema, auch unsere Gesellschaft. Ne? Mhm. Was macht Sinn? Ne? Nur Geld am Konto, das ist ein Generationenwechsel, habe ich auch das Gefühl. Dass du eigentlich sagst, dass da eine Nahrung auf einer höheren Ebene eigentlich stattfindet, oder? Wenn man zusammen kann man sicher kann auch stricken sein. Das ist eine sehr schöne Formulierung, aber die würde ich absolut unterschreiben. Weil ich glaube, es ist auch bei den Kursen so, wenn die Menschen da rausgehen, das ist wirklich jedes Mal super. Ja, das ist jedes Mal super, wenn dann Leute mit Sackeln voller Gepäck, Duftenden und fertig und müde, weil es ist schon anstrengend oft. Wir stehen da den ganzen Tag und wir tun und machen und das ist konzentriertes Arbeiten eigentlich. Ja. Und heiß ist es und der Ofen und so. Ja. Und die gehen dann raus und sind einfach happy und sagen, danke, es war super, vielen Dank. Mhm. Und das ist großartig, was da irgendwie auch passiert. Und natürlich eben auch dieser Austausch, nicht? Also dieses Kontakt dann zu haben. Also es kommen Leute, ich glaube, die weitest entfernte Teilnehmerin war aus der Schweiz da einmal. Und die hat bis jetzt Kontakt zu einem Waldviertler Bauern und wird wahrscheinlich auch dann in ihrer Region, wo sie zu Hause ist, anders an die Dinge herangehen und anders schauen. Ja? Und anders schauen, wo finde ich hier jetzt eine Mühle, die ein Mehl produziert, das mir taugt und so weiter. Mhm. Dieser Anstoß des anderen Wahrnehmens, ein Stichwort noch, Frauenthema. Mhm. Weil mir kommt noch oft unter in diesen ganzen Überlegungen, wie kommt man wieder in eine andere Balance mit der Natur oder wie können neue Beziehungen, dass irgendwie die Rolle der Frau in der Wirtschaft als auch in der Familie und ihre Mitbestimmung, na, Emanzipation, aber wie immer du das nennst, wichtig ist, um da eine andere, nicht so dieses lineare Denken, sagen wir, sondern zirkulärer, nur so Stichwörter. Frauenthema sagen. Ja, ich denke, also ich meine, seit ich mich mit dem Thema beschäftige und ich habe das also zu Studienzeiten schon sehr viel Genderforschung und so weiter gemacht, ich muss sagen, es hat sich verändert, aber nicht viel. Ich meine, es ist natürlich nach wie vor so, dass Frauen die Mehrfachbelastung tragen in den Familien. Es ist so, dass Frauen zuständig sind jetzt fürs Homeschooling, für was auch immer. Also das sind meistens die Mütter von Alleinerzieherinnen, die meistens auch die noch die Mehrheit sind, Alleinerzieher, ja, gibt es natürlich auch, ganz zu schweigen. Und es ist halt irgendwie auch so ein bisschen eine weibliche Linie, wenn man so will. Also das Thema Ernährung ist, glaube ich, was, ich habe vielleicht mich auch mit alten Rezepten beschäftigt und mit historischen Dingen. Das waren immer die Frauen, das waren die Mütter, das waren, egal ob die jetzt die Bäuerin war oder der Familienvorstand zu Hause, die Mutter oder ob das kleine Unternehmerinnen waren, Gewerbebetriebe, fürs Essen waren die Frauen zuständig und dafür zu schauen, dass das Essen da ist. Und ich glaube, das spielt natürlich schon auch eine Rolle in diesem Thema. Und natürlich ist es so, dass ich meine, es hat beides Vor- und Nachteile. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass dieses vernetzte Denken nicht auch viel Energie bindet. Also so linear ist man natürlich dann nicht mehr, wenn man so arbeitet. Ja? Und das hat auch nicht nur Vorteile. Ja. Aber klar ist das ein totales Frauenthema. Also ich sehe es auch in den Kursen, also ich würde nicht sagen, dass es halbe-halbe ist. Ich glaube, es sind ungefähr 2/3 weibliche Teilnehmerinnen und 1/3 männliche.
Und, aber quer durch alle Altersschichten, also das muss ich schon sagen. Es ist also ein Thema, das wirklich von bis interessiert und das ist auch schön, weil ja. auch da dieser Austausch stattfindet, den ich echt cool finde. Zwischen der pensionierten, ja. weiß nicht, Lehrerin, die dann kommt und sagt, jetzt habe ich endlich Zeit, jetzt mache ich diesen Kurs, und einem jungen Studenten, der dann plötzlich mit der zusammensteht und sie reden über alte Rezepte und ja, meine Mutter hat auch immer und so. Und das sind schon auch sehr schöne Generationenthemen, weil ich glaube, dass das auch, gerade wenn wir von Wirtschaft reden, ein ganz ein wichtiges Thema ist, dass wir diese Generationen in einem Dialog zusammenbringen, dass quasi die Erfahrung des einen und der, die Energie des anderen irgendwie gut zusammenkommt. Dass sich auch da wieder die Kreisläufe mehr schließen. Ne? Ja. Und die Anerkennung, die gegenseitige. Ja, es ist alles sehr viel wert und die Wertschätzung, ja, dem anderen zu sagen, hey, cool, dass du so viel Energie noch hast, das zu machen, habe ich nicht mehr, aber dafür kann ich dir vielleicht einen Tipp geben, was du auslassen kannst an Blödheiten oder wie auch immer. Ja. Ganz genau. Wenn du jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine Vision, wenn dir was einfällt, formulierst, eine Vision, wenn dein Sohn, deine Kinder so alt sind wie du, sagen wir mal, in 20 Jahren. Ja. Was möchtest du gerne? Geht's in nicht ganz aus. Okay, ungefähr, ja. Ja. Was wünschst du dir? Dass irgendein Aspekt, was sich dann verändert hat, etwas, was verschwunden ist und nicht mehr da ist. Ja, ich glaube, ich wünsche mir wirklich, dass wir diesen Bezug zur Natur haben, dass wir den in einem Ausmaß wiederfinden, alle miteinander, der uns gut tut. Ob das jetzt quasi das einfach nur das Spüren ist und das Wahrnehmen, dass das jetzt nicht nur was ist, was man umschneiden kann und damit Geld verdienen kann, welches Feld das immer wieder, sondern dass man einfach wirklich diesen Respekt der Natur gegenüber wieder mehr spürt. Und ich glaube, diese Tendenzen gibt es absolut und das würde ich mir schon wünschen für eine Generation, für eine künftige, dass die das auch wieder mehr spüren. Ich kann es nicht anders sagen. Also auch die guten Dinge dran, das Rausgehen in die Natur und das Gefühl haben, dass da was gut ist und dass da was Gutes passiert. Und dass man da auch davon lernen kann und dass man da hinschauen muss und hinspüren muss. Was zurückkommt, ist ja ganz wichtig für einen selber. Also das wäre eine schöne Vision, denke ich mir, dass wir da achtsam mit unserer Umwelt umgehen. Ja, uns als Teil dessen verstehen und nicht als Ressource, die man nimmt, wenn man sie braucht, sondern das zusammen, alles zusammenhängt. Ja. Vielen Dank. Ja? Gerne, sehr gerne. Das war super inspirierend und jetzt schließen wir die Aufnahme. Danke, Veronika. Und wer jetzt dann Lust hat, noch was zu fragen,